Ja, grüße euch, hallo. Ja, während alle anderen noch sich damit auseinandersetzen, ob sie wohl Gottes Willen tun oder nicht, ob sie wohl alles das tun, Gott zum Wohlgefallen oder nicht, fangen wir hoffentlich an, und wir haben hoffentlich damit angefangen, zu begreifen, dass unsere Probleme sich in unserem Licht auflösen. Und dass es niemals darum gehen kann, einen anderen Menschen darüber zu belehren, wie er sich wohl am besten zu verhalten hat. Sondern dass es immer darum geht, dass ein Mensch wissen muss, er selber ist das Bewusstsein, das Licht seines eigenen Geistes. Und in diesem Licht lösen sich dann ja auch sämtliche Bewusstseinsstörungen, Bewusstseinstrübungen und irgendwelche anderen Probleme dann natürlich auf. Denn eines ist sicher, was ihr als Sünde bezeichnet, sind in Wahrheit Bewusstseinsstörungen. Natürlich sind es Bewusstseinsstörungen. Ich hoffe, dass das halbwegs klar ist. Denn ganz egal, welche Probleme du hast, es sieht immer in deinem Denken, und dein Denken verändert deinen Geist. Deine Seele, für die ja einige so ganz besondere Sorge haben, also der passiert nichts. Die ist da so sicher wie in Abrahams Schoß. Da passiert gar nichts mit. Wir spielen hier mit unserem Geist und wir spielen hier mit unserem Denken. Wir probieren alles mal aus. Wir versuchen alles Mögliche. Aber eines haben wir dabei nie im Blick gehabt, über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg nicht. Wir haben nie im Blick gehabt, was denn das, was wir denken, wohl mit unserem Bewusstsein macht. Und dass unser Bewusstsein sehr wohl auf die Umstände, die uns umgeben, reagiert. Und auch entsprechende Umstände reinruft. Deine Gedanken rufen entsprechende Lebensverhältnisse auf den Plan und in dein Leben. Alles, was du denkst. Es kommt automatisch rein. Als Prometheus dem Menschen das Feuer brachte, wurde Zeus sehr wütend und hat ihn dann an den Kaukasus gekettet. Dabei brachte Prometheus dem Menschen nur das Feuer. Das Feuer. Nur das Problem war, dass die Menschen dafür noch gar nicht reif waren. Das sind wir mit unserer Technologie auch nicht. Kein Wunder, dass wir Ärger kriegen. Denn wir kriegen Ärger. Wir haben eine Technologie, mit der wir nicht umgehen können. Wir haben eine Technologie, die wir nicht begreifen können. Wir haben Smartphones, wir haben iPhones, wir haben die Möglichkeit, E-Mails zu verschicken und was weiß ich was noch alles und begreifen nicht, was dahinter steckt. Dass du in der Lage bist, eine E-Mail zu schicken, die 2 Sekunden später, 2, 3 Sekunden später jemand in New York hat, während du hier in Wolfsbüttel sitzt, das ist einfach eine Abbildung dessen, was eigentlich ganz genau los ist. Wenn du etwas denkst, blitzt der gleiche Gedanke auch bei allen anderen auf, mit denen du in irgendeiner Weise verbunden bist. Verstehe mich bitte recht, du kannst keine E-Mail an jemanden schicken, wenn du dessen E-Mail-Adresse nicht hast. Du kannst keine Telefonleitung, du kannst jemanden anrufen, wenn du dessen Nummer nicht hast. Du kannst zufällig irgendeine Nummer wählen, da hast du irgendjemand dran, aber wer das dann wohl ist, weißt du nicht. Also geht es jetzt aber darum, sich genau zu erklären, sich genau begreiflich zu machen, was ich genau mit meinem Gedanken in mein Leben rufe. Und da du rund um die Uhr denkst, im Schlaf verarbeitest du es dann, aber da du eigentlich im Wachzustand immer denkst, dann ist ja wohl logisch, wo hier genau der Hammer hängt. Was jetzt genau los ist. Natürlich kannst du deine Probleme wegdenken, denn du hast sie ja auch erdacht. Ich meine, dein Denken hat dazu geführt, dass du diese Probleme hast. Das ist ja das, was die wenigsten begreifen wollen. Und was auch so viele sich jetzt emsig bemüht sind, das nach Möglichkeit den Menschen zu verbergen. Denn die Kirchen, die Politiker, die Politik generell, unsere lächerlichen Fernsehsendungen auch des Nachmittags und abends, hätten ausgekichert, wenn auf einmal den Menschen klar wird, dass jede Stunde, die sie mit irgendeinem Schmarren verbringen, ihnen nicht nur die Lebenszeit raubt, nicht nur die Lebenszeit, sondern auch das Bewusstsein. Denn in dem Moment, wo ich auf irgendeine Fernsehsendung schalte, die mich so berät auf die Probleme hinweist, weil der Mensch ja informiert werden muss, was ja sehr beliebt ist bei den Linken. Oh ja, die Menschen müssen informiert werden. Dann lenkt man in Wahrheit dessen Bewusstsein in eine andere Richtung.
Das geht bei sehr vielen Menschen sehr schief. Und lasst euch nicht irre machen, hatte ich gesagt. Erhöht eure Schwingungen, hatte ich gesagt. Ihr seid das Licht eures Bewusstseins, hatte ich gesagt. Ich glaube, ich muss dir wohl nicht sagen, was da für Kommentare gekommen sind. Alles von sehr vielen Menschen, die immer noch nicht begriffen haben, worum es eigentlich geht. Das ist deren Patsch. Das ist deren Patsch und das ist deren Pech. Dass ich da nun keine große Lust habe, mich dazu zu gesellen, kannst du dir vorstellen. Insofern halte ich also mich geschlossen zurück. Also ich trete da ganz entschlossen 3 oder 4 Schritte zurück, denn das geht mich hier nichts mehr an. Nicht, wenn ich ganz genau weiß, ich bin das Licht meines Bewusstseins und in meinem Licht lösen sich meine Probleme auf. Und jetzt zu Gott. Wir müssen über Gott sprechen, denn Gott ist ja nun wirklich mittlerweile gerade jetzt in der Weihnachtszeit, oh, da rennen sie alle zu Jesus Christus, oh ja, Jesus Christus, oh ja, Jesus Christus, ich will immer was sagen. Jesus Christus kam aus der Kristallenergie, gar keine Frage. Warum er sich zu diesem Schmarrn mit der Kreuzigung hergegeben hat, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht hat er einfach zu viele Menschen geheilt. Vielleicht wenn er 4.000, 5.000 Menschen da alle geheilt hat, dann muss er ja dann muss er einen Energieverlust seinergleichen gehabt haben. Und wenn er dann sich verstanden hat, da seine Batterie wieder aufzuladen, vielleicht kam das, vielleicht war da die Kreuzigung unausweichlich. Ich weiß es nicht. Oder er wird einfach mal wissen, wie es denn ist, mit seinem Kristallbewusstsein sich kreuzigen zu lassen. Also ich persönlich wäre jetzt auf die Idee nicht gekommen, denn eines ist sicher, es ist eine Frage des Mischverhältnisses und eine Frage des Mengenverhältnisses. Wenn ich nur ein einziges Teil von etwas sehr Gutem habe und 400, 500 Teile sind sehr schlecht, dann wird das eine Teil, was sehr gut ist, sich sofort verabschieden. So komme ich mir im Augenblick vor, weil ich genau weiß, die meisten Menschen haben dieses Bewusstsein nicht. Nun, solange sie es nicht haben, mag ich mit ihnen aber keinen Kontakt pflegen. Und solange sie es nicht haben, mag ich mit ihnen keine Verbindung haben. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Also ich habe eins. Denn ich weiß immer noch nicht genau, was ich dann in einem Leben soll, von dem praktisch die Hälfte der Menschen nicht einmal weiß, dass sie denken können. Und ja, andere Hälfte der Menschen nicht wissen, was sie damit ganz genau anfangen sollen. Entschuldigung, bitte mal eben, ich glaube, ich muss was trinken hier. In dem Augenblick kann das Ganze nur ein unaussprechliches Gewusel werden. Denn wenn der eine Teil nicht weiß, was er überhaupt denken kann, der andere Teil nicht weiß, was er damit anfangen soll, außer anderen Schwierigkeiten zu machen, dann sitzen wir arg in der Patsche. Denn wann wirst du denn aus so einem Gewürm da rauskommen? Kein Wunder, dass Zeus wütend wurde. Denn jetzt mal ganz ehrlich, was haben denn die Menschen mit dem Feuer angefangen, als sie es hatten? Sich warm gehalten? Essen gekocht? Sie die vielen Tiere vom Leib gehalten? Teufel, nein, die haben Waffen geschmiedet und haben sich gegenseitig umgebracht. So ähnlich wie ihr hier auch. Nur wird das anders gehen mit der Vermehrung und indem man auf was weiß ich was alles da über die Medien da verbreitet. Und es ist letztendlich lächerlich. Es ist wirklich ein verkorkstes Gewürm, was da rauskommt. Wenn jeder Mensch aber weiß, dass er das Licht seines Bewusstseins ist und jeder Mensch dafür sorgt, dass das Licht seines Bewusstseins auch hell bleibt, ja, dann wird er da nicht anfangen, anderen Menschen Schwierigkeiten zu machen, wenn er genau weiß, dass genau das dazu führt, dass sein eigenes Bewusstsein verdunkelt wird. Denn die Frage, auch wenn dir jemand Unrecht getan hat, ist stets die: Warum warst du denn dann überhaupt in dessen Nähe? Daher gibt es keine Opfer. Und wenn 100.000 jetzt aufschreien, 100.000 hören mich ja gar nicht, aber gut, es gibt keine Opfer. Vergiss es. Die Frage ist doch, warum waren die überhaupt in dessen Nähe? Mir ist auch bekannt, dass es den Holocaust gegeben hat. Ich bin weit davon entfernt, den zu leugnen. Ich weiß doch, was dabei rauskommt, wenn der Mensch nicht denkt. Ich weiß doch, was mir passiert ist. Und ich hatte Glück, sehr viel Glück. Denn körperliche Schmerzen hatte ich nie. Jedenfalls nicht so richtige. Die hatte ich nie. Aber es gab eine Menge Psychoterror. Und den muss man aushalten können. Und als kleines Kind konnte ich das nicht. Nein, das hat mir auch keiner gesagt. Da haben sie alle schön mit hinterm Berg gehalten. Da haben sie alle schön mit hinterm Berg gehalten. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Weil ich dafür nicht reif war.
Und weil ich es damals nicht hätte hören können, auch wenn ich ganz genau weiß, das hätte ich lieben gerne gewusst, als ich so 28 Jahre alt war. Aber das hätte ich damals nicht. Ich war eben nicht reif dafür, diese Botschaft zu bekommen. Oder diese Nachricht zu bekommen oder dieses Begreifen zu bekommen. Der ganze Ärger kommt nur daher, dass alle gedacht haben, da ist jemand, der ist für eure Sünden gestorben. Was heißt denn das, wenn jemand sagt, all eure Sorge werft auf ihn? Das heißt doch nicht, dass ihr ihn als einen Mensch darum kümmert. Unsinn, Teufel, Teufel, nein. Es heißt, dass du alles in eine Kristallenergie bringen kannst und diese Kristallenergie wird natürlich deine Probleme auflösen. Dieser Zugang ist aber jedem Menschen gewährt. Und wenn er noch so belastet ist, das Problem ist nur, wenn ein Mensch sehr belastet ist, wird er diese Tür gar nicht sehen. Vielleicht hat er ein starkes Interesse an sich. Das kann sein. Und dann kommt er auch hin. Er muss einiges aushalten. Denn die alten Verfehlungen von damals schweigen nicht. Im Grunde genommen ist ein mörderisches Gezänk um dich im Gange. Und da kannst du dich wirklich wie der Held in einem Film fühlen. Um dich wird gerungen, um dich wird gekämpft. Die alten Sachen von damals wollen dich nicht verlieren. Die alten oder die neuen Sachen von was jetzt also auch künftig kommen könnte, möchten dich gewinnen. Und alle zerren an dir. Und in der Mitte bist du Tropf und weißt gar nicht, wohin du dich orientieren sollst. Bis du anfängst zu begreifen, es geht um mein Licht, es geht um mein Bewusstsein. Es ist das weiße Licht meines Denkens, was mich hier von allem hier befreit. Darum geht es. Und um nichts anderes. Alles andere ist Makulatur. Alles andere ist Camouflage. Es ist nichts weiter als etwas Überflüssiges. Es wird nur dann lebendig, wenn deine Gedanken es lebendig halten. Das heißt, wenn dein Bewusstsein darauf gerichtet ist. In harten Zeiten, in dem Moment, wo es wirklich richtig zur Sache geht, das wissen wir aus irgendwelchen Abenteuerfilmen, hat der Held der Geschichte, meistens ist es ja ein Mann, der durch den Dschungel kämpft oder wie auch immer, leider keine Zeit an seine Liebste zu denken. Leider geht das nicht. In dem Moment, es nützt also nicht allzu viel, dass der Held ganz genau weiß, dass am Ende des Films mit dem Kuss seiner Liebsten be belohnt wird, aber im Augenblick kämpft er gegen eine ganze Menge Ärgerlichkeiten an. Das sind dann meinetwegen Titanen oder irgendwelche Zyklopen oder irgendwelche Ungeheuer oder irgendwelche Feinde oder irgendeine Armee oder ach, was weiß ich, irgendein Quatsch. Mit anderen Worten, das, worauf er gerade seine Aufmerksamkeit so richtet, und jetzt kämpft er dagegen an. Das funktioniert aber nur, wenn er ganz genau weiß, dass er stärker ist als das, was ihm da entgegenkommt. Das funktioniert in dem Augenblick, wo er weiß, dass das letztendlich die Ausdenkung seines Denkens ist. Denn sein Denken hat das Erscheinen dessen, was ihn da so furchtbar nervt oder was ihn da bekämpfen oder bekriegen will, überhaupt erst möglich gemacht. Wenn sein Denken das möglich gemacht hat, dann muss sein Denken es auch möglich gemacht haben, es wieder auszuschalten. Aber wir haben eben noch viel Romantik in der Welt und viele hübsche Vorstellungen davon. Außerdem fühlen wir uns gerne als Opfer. Und wie wir uns gerne als Opfer fühlen. Irgendwie ja doch. Kein Wunder, dass das Cinderella Aschenbrödel das beliebteste Märchen ist. Ach, die holde Schöne. Die arme, geknechtete holde Schöne. Die arme, geknechtete holde Schöne hatte eine ganze Reihe gesunden Menschenverstand. Sie hielt sich auch nicht irgendwie mit dem Gezänk ihrer Stiefschwestern oder Stiefmütter auf. Das war ihr eigentlich gar nicht wichtig. Sie tat das, was sie nun tun musste, was sie auch nicht sehr wohl hart ankam, aber sie murrte dabei nicht, sondern sie sorgte dafür, dass sie später auf den Ball und damit gehen konnte und damit Königin wurde. Das ist aber alles eine Frage des Denkens. In den Grimms-Märchen sind die immer rumzetern, rumschreien, rummaulen, rumfluchen, immer die Bösen, die immer untergehen. Ist das schon mal aufgefallen? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme an, dass du schon älter als 5 bist und von daher die Grimms-Märchen nicht mehr unbedingt liest, aber sie sind lehrreich, diese Märchen. Sehr interessant. Denn in einem Grimms-Märchen überleben immer die Guten. Aber was ist denn da mit der alten Frau? Die steht nämlich da und bildet ein bisschen ein Bild des Jammers. Sie kommt an die Tür,
Die alte Frau bettelt. Sie bettelt und bettelt. Und immer wenn jemand was sagt oder was gibt, dann sagt sie: Gott, lohnt's euch. Und jetzt kommt sie an die Tür. Das ist ein sehr kurzes Märchen, was ich hier erzähle. Sie kommt an die Tür. Also nicht an irgendeine, sie kommt an die Tür. Und darin sitzt ein junger Mann und wärmt sich am Feuer. Und dann sagt sie da die Frau, und die steht jetzt nur da und bittet ein Bild des Jammers. Und dann sagt er: Gott, gute Frau, dann komm rein. Mütterchen, komm rein, setz dich, wärm dich am Feuer. Jetzt tritt sie rein und setzt sich ans Feuer, aber viel zu nah. Ihr übliches Gott lohnt zu euch, lässt sie weg. Und dann sieht der Jüngling das, dass sie zu nah am Feuer sitzt und sagt: Ja, sei vorsichtig, du verbrennst dich ja. Aber die Frau reagiert nicht. Also die Flammen fangen Feuer und sie verbrennt. Der Jüngling sah das und tat nichts. Und deshalb brannte sie zu Asche. Und was ist mit dem Jüngling? Ja, sagt das Märchen, er hätte es löschen sollen, nicht wahr? Er hätte es löschen sollen. Und wenn er kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er doch weinen können, Tränen und Tränen. Das hätte doch auch zu hübsche Bächlein gegeben. So endet das Märchen. Wieso? Die Frau tut doch nichts. Sie ist ein armes, so ein armes Weib. Die arme Frau. Und bettelt und kann nicht richtig. Und dann kommt sie an die Tür und der Jüngling ist so nett und heißt sie willkommen. Und jetzt verbrennt sie und er ist so gemein und tut nichts. Eben. Sie hätte ja etwas weiter vom Feuer weg sein können. Was muss sie denn da Feuer fangen? Was muss sie denn da so nah ans Feuer setzen, dass sie Feuer fängt? Ich würde sagen, das tun die meisten Menschen, nicht wahr? Sie fangen an, die Menschen auch zu bedrängen. Und sie wahren den Abstand nicht. Der Jüngling aber tut das. Darum überlebt er auch und die Frau verbrennt. Seht ihr, wenn ihr den Abstand nicht zu wahren versteht, wenn andere Menschen euch bedrängen und ihr nicht das Bewusstsein habt, dass euer Licht so hell ist, dass diese Menschen gar keine Plattform mehr haben, keinen Nährboden mehr haben, dass du leidest, ja, dann hätte das alles nie geschehen können. Dann hätte das alles nie geschehen können. Und darum rede ich hier von Eigenverantwortung. Es hat mir jemand gesagt, na, so wie du das sagst, hört sich das aber sehr nach Victim Blaming an. Victim Blaming? Nein, das ist gesunder Menschenverstand. Wenn jemand dermaßen mich bedrängt, dass es mir meinen Frieden raubt, dann bin ich wohl diejenige, die meinen Frieden nicht wahren konnte. Und ich habe keine Lust darauf zu warten, dass ich irgendwann mal von Soldaten umgeben bin und die mich dann zu irgendwas zwingen oder ich dann von irgendeiner aufgepeitschten Masse da zur Hexenprobe da geladen werde oder ähnliches, nur weil die alle nicht nachdenken können. Und weil ich dann den Abstand zu denen, die nicht nachdenken können und die nicht ihr eigenes Licht zu wahren wissen, nicht wahren konnte. Denn das ist das, was ich im Klartext sage. Ich habe hier keine Spendenaufrufe. Das ist mir neu, dass ich das bräuchte. Jemand kann das verstehen oder auch nicht. Mein Kanal ist offen, für jedermann zugänglich. Immerhin, vielleicht hast du es ja auch schon mitbekommen, ich verkaufe dir keine Wurzelbürsten zur Reinigung. Hier hätte ich dann eine Wurzelbürste zur inneren Reinigung für 89 Euro. Und für weitere 150 Euro erhältst du dann noch eine Packung Badesalz. Das kommt aus dem Papa Anteportos übrigens. Nichts dergleichen tue ich hier. Ich sage dir lediglich, dass du mit deinem Denken dich reinigen kannst. Und damit gefeit wirst von irgendwelchen Angriffen von außen. Dann hast du noch innere Kämpfe zu bestehen und die sind nicht gerade wenig, denn immerhin hat sich ja alles, was sie an Fiesematenten, an unglückseligen Sachen, an Ärger und Kampfwut und so weiter, Kampfwut und ähnliches, das hat sich alles in deinem Körper eingelagert. Der hat ein verdammt langes Gedächtnis. Wissenschaftlern zufolge soll es in die Millionen Jahre zurückreichen. Und sollen. Aber abrufen muss ich das nicht. Ich sage ja, wir haben unsere eigene Technologie nicht verstanden. Und das ist ein Jammer, denn wir richten mit dieser Technologie sehr viel Schaden an. Ohne es überhaupt steuern zu können. Ihr habt etwas bekommen und könnt es sich steuern. Aber ihr könnt es auch gar nicht damit anfangen.
Ihr müsst erstmal wissen, dass euer Bewusstsein wieder hell werden muss. Wie soll man denn leben, wenn man nicht bewusst lebt, wenn man nicht weiß, wer man überhaupt ist? Um das mal so zu erklären. Du kannst, weil wir also so christlich fromm, dieses auch, man soll ja auch für seinen Nächsten beten. Wenn dein Feind dir Unrecht tut, dann sollst du bitte für ihn beten. Ach Leute, wieso haben die das denn nicht verstanden? Ich verstehe das einfach nicht. Das sieht doch so klar auf der Hand wie nur irgendwas. Erstmal solltest du erstmal dafür beten, dass du die Resonanz für den nicht mehr hast. Das heißt, dein Licht, deines Bewusstseins wird heller. Dann stirbt das aber automatisch ab. Dann kann er gar nicht mehr an dich ran. So. Wenn es dich also gelüstet, jetzt für viele Menschen zu beten, weil du so fromm bist oder weil du es auch so richtig findest, dann denke bitte daran, dass es hier nicht darum geht, wer es denn wohl wert ist oder wer nicht. Es geht darum, dass im ganzen Konglomerat der einzelnen Beteiligten, und das sind wir, das Licht generell heller werden muss, damit die Unannehmlichkeiten, die das Leben auch mit sich bringen kann, keinen Nährboden, keine Plattform mehr bietet. Ist ja so schwer auch nicht zu verstehen. Wenn ich jetzt also irgendjemanden habe, den ich echt gruselig finde, dann sage ich immer, gut, okay, ich bin das weiße Licht meines Denkens und mein Licht macht dessen Erscheinen in meinem Leben und dort, wo ich bin, unmöglich. So, das ist ein Sinn, also eine einfache Tatsache. Das ist ein Fakt. Das ist eine Wirklichkeit, wie ich sie erleben will. Und da will ich auch nicht mit jemandem diskutieren, ob das so stimmt oder nicht. Wenn jemand der Meinung ist, das stimmt nicht, dann findet er sich überall wieder, aber nicht in meinem Leben. Und das war's. Mehr will ich ja auch gar nicht erreichen. Ich habe nichts von euch, von eurer Sympathie oder ich habe nichts von der Liebe oder von der Sympathie eines Menschen, der mir sowieso nicht behagt. Denn die Liebe dessen würde mich genau mit dem verbandeln, was ich überhaupt nicht mehr haben will. Diese hysterische, wir müssen doch alle ganz doll lieben, hat euch mehr Ärger eingebrockt als sonst irgendwas. Als jeder Hass. Denn der ist jedenfalls ehrlich. Dieses hysterische, wir müssen uns alle ganz doll lieb haben. Bist du bescheuert? Willst du jemanden ganz doll lieb haben, der dich aufgrund seiner Schuhe irgendwann früher oder später umbringen wird? Soll ein Mensch, der in Geiselhaft ist, soll er anfangen, seinen Peiniger zu lieben? Das könnte sogar funktionieren, wenn das Opfer selber Licht wäre. Dann würde es nämlich die Verbindung zu dem Geiselnehmer unterbinden. Aber das Problem ist, wenn ich jemanden gefangen nehme, dann ist der offensichtlich, der ist mir ins Garn gegangen, wenn ich jemanden gefangen nehme und anschließend quälen würde, dann wäre ich ein sehr verdunkeltes Bewusstsein. Und derjenige, den ich gefangen genommen habe, aber auch, dessen Licht ist nicht hell genug, um so ein Geschehnis überhaupt zu verhindern. Darum rennen ja auch alle so hysterisch in irgendwelche Gärten und wollen versuchen, irgendwelche Naturschützer da irgendwie aus sich selbst, also irgendwelche Natursachen da retten. Irgendwelche Wälder retten oder Wiesen retten oder sonst irgendwas retten. Glaubt mir, es wäre fantastisch und es wäre super gerettet, wenn alle Menschen ein helles Bewusstsein hätten. Denn dann würde keiner das mehr verdunkeln. Keiner würde mehr irgendwelche Giftsachen da in der Nordsee verklappen. Keiner würde irgendwelche verseuchten Sachen da in die Natur buttern. Keiner würde anfangen, irgendwelches Giftgas in die Luft zu entladen oder sonst irgendwas. Keiner würde anfangen, Giftgasbomben auf irgendein Land zu werfen. Meine Güte nochmal. Keiner würde das tun. Keiner würde anfangen, einen Krieg zu entfachen. Keiner würde anfangen, jemanden zu bestehlen. Keiner würde denken, er hat zu wenig. Aber all das endet in dem Moment, wo jemand denkt, dass er was das Licht ist. Mit anderen Worten, Attacken, Kriege, Giftstoffklappung oder sonst irgendwas, hören sofort auf. Können sofort aufhören. Entschuldigung bitte, ich habe gerade ziemlich rauen Hals und bin jetzt nicht sicher, wie weit das klar ist, was ich gerade gesagt habe.
Mit anderen Worten, jeder Skandal, jeder Umweltskandal wäre praktisch nicht möglich, wenn in einer Gesellschaft, in der die Einzelnen wissen, dass sie selber so nicht sind, dass sie mit ihrem Licht das Licht des Ganzen erhalten. Wo sollen denn die Skandale denn herkommen? Das ist ja blöd für die Journalisten, ja. Aber die haben auch Interesse daran, dass es eben nicht aufhört. Wenn sie selber da drauf gehen. Und das tun sie. Und bei solchen Sachen bin ich sehr mitleidlos, auch sehr leidenschaftslos. Weil ich sage, okay, das sehe ich, aber reinhängen tue ich mich hier nicht. Nein, ich mache hier sowas auch nicht. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Weiß, dass einige dann noch dann noch verunstalten. Und noch etwas. Ich sagte ja gerade, wir haben eine Technologie, mit der Menschen nichts anfangen können. Glaubt ihr denn wirklich, dass die Menschen, die Hassreden oder Hetznachrichten oder Hetzkampagnen verbreiten, dass die mit so einer Technologie umgehen können? Deswegen hat Zeus Prometheus an den Kaukasus gekettet. Wie können wir es wagen, einer völlig unreifen Menschheit solche Technologien zu geben? Die können damit nichts anfangen. Das Harmloseste ist, dass sie sich einbilden, dass sie irgendwelche fremden Planeten besuchen können. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Keine Ahnung. Ich weiß aber auch, dass du mir verzeihen wirst, dass ich da jetzt nicht so also den ganz großen Fokus drauf lege, ob die Menschen das verstehen oder nicht. Der einzige Fokus, worum es das Ganze bei mir sich dreht, liegt bei mir. Denn ich sorge dafür, dass ich nach Möglichkeit nicht in einer Gemeinschaft lebe, in der die Menschen das überhaupt nicht wissen. Ich meine, es ist ja süß von allen, dass sie Weihnachten feiern wollen in ein paar Wochen, aber wenn ich ehrlich sein soll, mir geht das so dermaßen auf den Wecker, weil die Menschen nicht begreifen, was sie mit Kristallenergie anfangen könnten. Denn den Zugang dazu könnten sie haben. Denn sie bräuchten ja nur Kristallenergie trinken. Aufnehmen. In die Nähe wollen. Das müsste ja bloß der Wille sein. Ich will, dass eine so hohe Schwingung hat, dass ich so eine so hohe Schwingung habe, dass ich zur Kristallquelle komme. Komme ich zur Kristallquelle, kann ich sie auch trinken. Komme, kann ich sie trinken, dann reinigt sich mein Bewusstsein sofort und meine Probleme hören auf zu existieren. Ist ja nicht weiter schwer zu verstehen von der Wirkungsweise her. Okay. Dann danke ich fürs Zuhören und komm gut hin. So, alles Gute dir und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und wir wollen doch mal hoffen, dass wir das Kind geschaukelt kriegen hier, was? Okay. Danke fürs Zuhören.